Schön, dass Sie dabei sind bei der Stunde des Höchsten, dem Fernsehgottesdienst der Zieglerschen. Mittendrin sind wir in der schweren Jahreszeit und wir eilen vom Volkstrauertag hin zum Totensonntag bzw. Ewigkeitssonntag. Der Tod geht uns alle an. Ein wenig humorvoll bringt das folgende Gedicht dieses auf den Punkt. Jeder stirbt seinen eigenen Tod. Der Beamte entschläft, der Pfarrer segnet das Zeitliche, der Zahnarzt hinterlässt seine schmerzliche Lücke, der Rechtsanwalt tritt vor seinen höchsten Richter, den Elektriker trifft der Schlag, der Koch wirft den Löffel weg, die Putzfrau macht sich aus dem Staub und der Zerstreute verliert sein Leben, der Gelehrte gibt seinen Geist auf. Die amerikanische Schriftstellerin Carson McCullers bringt dies in ihrem Roman Uhr ohne Zeiger folgendermaßen auf den Punkt. Der Tod bleibt immer der gleiche, doch jeder Mensch stirbt seinen eigenen Tod. Wir sprechen aber heute nicht nur über den Tod, sondern auch über die Hoffnung, die wir über den Tod hinaus haben. Deshalb feiern wir miteinander Gottesdienst. Lassen Sie uns diesen Gottesdienst feiern im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Gast im Gottesdienst ist heute Susanne Hiestand. Sie leitet ein Bestattungsinstitut und wird mir Rede und Antwort stehen zum Thema Sterben mitten im Leben. Musikalisch ist bei uns zu Gast Sarah Lorenz, eine begnadete Sängerin. Freuen Sie sich mit mir darauf. Und nun lade ich Sie ein, dass wir miteinander singen. Das erste Lied, Gott ist gegenwärtig. Gott ist gegenwärtig, fasset uns an Dank für die Rettung aus Todesnot. So ist Psalm 30 überschrieben, ein Psalm Davids, den ich gerne mit Ihnen zusammen beten möchte. Ich preise dich, Herr, denn du hast mich aus der Tiefe gezogen. Herr, mein Gott, als ich schrie zu dir, da machtest du mich gesund. Lob singet dem Herrn, ihr seine Heiligen, und preiset seinen heiligen Namen. Denn sein Zorn wäre dein Augenblick, und lebenslang seine Gnade. Den Abend lang wäre das Weinen, aber des Morgens ist Freude. Du hast mir meine Klage verwandelt in einen Reigen, du hast mir den Sack der Trauer ausgezogen und mich mit Freude gegürtet, dass ich dir Lob singe und nicht stille werde. Herr, mein Gott, ich will dir danken in Ewigkeit. Amen. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lassen Sie uns miteinander beten. Herr, unser Gott, es kommt der Tag, auf den kein Tag mehr folgen wird. Es kommt der Tag, an dem wir dich sehen werden. Wir werden neue Menschen sein, verwandelte Menschen. Hab Dank, dass du eine Zukunft für uns hast. Hab Dank, dass deine Zukunft jetzt schon anbricht.
trotz unserer Grenzen und Fehler. Amen. Sarah Lorenz sagt, jedes einzelne Lied, das ich geschrieben habe, jedes einzelne Lied, das ich gedichtet habe, ist irgendwie aus dem Prozess geboren, mein Herz von Gott verändern zu lassen. Gott sagt zu uns, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Meine Lieder sind Gebete, die während eines Spazierganges, während eines Gottesdienstes, beim Einschlafen oder am Klavier in einem kurzen oder langen Moment entstanden sind. Freuen Sie sich jetzt mit mir auf Sarah Lorenz, mit Sicherheit eine Ausnahmemusikerin. In der Bibel in Jesaja 51, 9 bis 16 steht: wach auf, zieh Macht an, du Arm des Herrn. Wach auf, wie vor Alters, zu Anbeginn der Welt.
Warst du es nicht, der Rahab zerhauen und den Drachen durchbohrt hat? Warst du es nicht, der das Meer austrocknete, die Wasser der großen Tiefe, der den Grund des Meeres zum Wege machte, dass die Erlösten hindurchgingen? So werden die Erlösten des Herrn heimkehren und nach Zion kommen mit Jauchzen. Und ewige Freude wird auf ihrem Haupte sein. Wonne und Freude werden sie ergreifen, aber Trauern und Seufzen wird von ihnen fliehen. Ich bin euer Tröster. Wer bist du denn, dass du dich vor Menschen gefürchtet hast, die doch sterben? Und vor Menschenkindern, die wie Gras vergehen? Und hast des Herrn vergessen, der dich gemacht hat? Der den Himmel ausgebreitet und die Erde gegründet hat? Und hast dich ständig gefürchtet, den ganzen Tag, vor dem Grimm des Bedrängers, als er sich vornahm, dich zu verderben? Wo ist er nun, der Grimm des Bedrängers? Der Gefangene wird eilends losgegeben, dass er nicht sterbe und begraben werde und dass er keinen Mangel an Brot habe. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der das Meer erregt, dass seine Wellen wüten. Sein Name heißt Herr Zebaoth. Ich habe mein Wort in deinen Mund gelegt. Ich habe dich unter dem Schatten meiner Hände geborgen, auf dass ich den Himmel von Neuem ausbreite und die Erde gründe und zu Zion spreche. Du bist mein Volk. Sterben mitten im Leben. Susanne Hiestand hat jeden Tag damit zu tun. Sie leitet ein großes Bestattungsinstitut. Ich freue mich, dass Sie bei mir sind. Hallo, Frau Hiestand. Dankeschön, Herr Breuning. Es gibt so viele schöne Berufe. Warum musste es ausgerechnet Bestatterin sein? Weil man wahrscheinlich in keinem anderen Beruf so viel zurückbekommt von den Menschen an Dankbarkeit, an das, was wir helfen können in dieser Situation, was wir dem Verstorbenen Gutes tun können. Das heißt einfach, wir können ihn gut behandeln. Ich sage immer, es ist sicher einer der schwersten, aber für uns selber einer der schönsten Berufe, die es gibt. Einer der schwersten Berufe. Was denken Sie denn heute nach so langjähriger Erfahrung beim Anblick eines Toten? Ich empfinde einen Verstorbenen, wie wir sagen, sehr entspannt. Ich empfinde einen sehr großen Frieden. Ich denke aber auch, dass ein Verstorbener in gewisser Weise sehr hilflos ist, weil er ist nur noch auf eigentlich das Wohlwollen von uns angewiesen. Und das war mit Sicherheit mit dem Grund, diesen Beruf für uns anzunehmen. Gibt es für Sie heute noch Grenzerfahrungen im Umgang mit Toten oder im Umgang mit Tod, wo Sie sagen, komm an meine Grenzen? Ich ja. Also bei Unfallopfern komme ich schon an eine Grenze. Aber das ist vielleicht auch eher dann das, was der Verstorbene hinterlässt an Schmerz, an ungeklärten Dingen innerhalb der Familie. Wenn jemand jetzt so direkt aus dem Leben rausgerissen wird, wie wir immer so sagen. Er hinterlässt einfach unglaublich viel Schmerz und hinterlässt unglaublich viel Offenes, das nicht geklärt ist. Und das stimmt mich immer sehr traurig und das nimmt mir auch unglaublich viel Energie. Was gibt Ihnen denn dann Energie wieder zurück, um mit Verbliebenen ins Gespräch zu kommen, die vielleicht sogar trösten zu können? Sie sind ja vermutlich mehr Seelsorger als der Pfarrer nachher. Eigentlich mein Glaube. Weil ich auch denke, jeder Tod muss einen Sinn haben. Sonst hätte für mich der liebe Gott einen ganz großen Fehler gemacht in seiner Schöpfungsgeschichte. Nur, ich denke, solange wir hier auf der Erde sind, überblicken wir ja das ganze Maß der Dinge nicht.
Und das ist für mich so der Gedanke, es muss einen Sinn haben, aber ich verstehe es nicht, solange ich hier bin. Sie sprechen davon, dass der Tod etwas Sinnvolles in der Schöpfung Gottes ist. Auf Sinnvolles bereitet man sich ja vielleicht auch gern vor. Wie erleben Sie uns Deutschen? Bereiten wir uns auf das Sterben, auf den Tod vor? Immer mehr, denke ich. Wobei der Tod in unserer Gesellschaft erfindet wieder seinen Platz, denke ich. Das Thema Tod und Sterben war meiner Empfindung nach Jahrzehnte aus der Gesellschaft weggedrängt. Man wollte ja nur Schönes, man wollte Spaß, also da hat der Tod einfach keinen Platz. Durch solche Sendungen wie diese hier, durch unsere Hospizbewegungen, die da natürlich sehr stark involviert sind, denke ich, bekommt der Tod und auch das Sterben wieder einen festen Platz in unserer Gesellschaft, der auch wieder ins Leben gehört. Er gehört einfach zu uns. Es gibt kein Leben ohne Tod. Mhm. Würden Sie sagen, man kann sogar schon Trends beobachten? Was weiß ich, es gab ja Stichwort Friedwald. Menschen wollen sich unbedingt so bestatten und begraben lassen. Oder es gibt Menschen, die sich unbedingt auf den Mond schießen, ins Weltall schießen lassen wollen. Gibt es Trends im Augenblick in Sachen Sterben? Trend ist sicherlich die Urnenbestattung, in welcher Form auch immer. Ob das in einer Urnennische ist, in einer sogenannten Urnenwand, ob das in pflegefreien Urnengräber ist. Weltraumbestattung war bei uns im Haus mindestens noch nie eine Anfrage, auch nie ein Thema. Ich denke, das ist auch ein finanzieller Aspekt, der fast nicht finanzierbar ist. Friedwald dagegen wird sehr, sehr stark angenommen. Und ich höre da nie Kosten. Es geht einfach wirklich darum, dass es Menschen gibt, die absolut in den Kreislauf der Natur zurück möchten. Wenn man sowas weiß, man möchte in der Natur bestattet werden, man geht in den Naturkreislauf ein oder Christen haben die Hoffnung auf ewiges Leben und so weiter, dann lässt es sich vielleicht leichter sterben. Machen Sie den Eindruck, es gibt schwieriges Sterben und leichtes Sterben? Schwieriges Sterben ist sicher dann ein Thema, wenn man sich überhaupt gar nicht darauf vorbereitet hat. Es gibt Menschen, die sich mindestens mal gedanklich damit auseinandersetzen, mit dem eigenen Sterben. Das vielleicht auch in gesunden Tagen. Und das halte ich für sehr, sehr wichtig. Innerhalb der Familie einfach mal äußern. Auch die Bestattungswünsche äußern. Sagen Sie mir das nochmal. Sie beschäftigen sich ja sehr viel mit dem Tod. Für Sie ist es irgendwie normal. Sie haben auch keine Angst davor, wenn ich das richtig rausgehört habe. Aber wie kann ich mich als Normalsterblicher mit dem Tod beschäftigen, mitten im Leben? Sich Gedanken machen über die eigene Bestattung und das nicht erst, wenn man erkrankt ist, also wenn man nicht jetzt mitten aus dem Leben gerissen wird durch einen Verkehrsunfall beispielsweise, sondern im Normalbereich. Einfach sich wirklich mal damit auseinanderzusetzen, es gibt für mich kein Leben ohne mein eigenes Ende und sich mit diesem Ende einfach Gedanken dazu machen, es wird ja sowieso kommen. Viele Menschen trauern dieser Tage, Volkstrauertag, Ewigkeitssonntag. Was würden Sie denn sagen, was ist ein guter Trauerprozess? Was raten Sie da den Menschen, wie man gut trauern, abtrauern kann? Sich auf die Trauer einzulassen. Tränen, die geweint werden möchten oder wollen, auch zuzulassen. Auch dem Umfeld verständlich zu machen, ich bin im Moment sehr empfindlich, ich bin sehr empfindsam, ich bin sehr feinfühlig, ich trauere. Dieser Trauer auch eine gewisse Zeit und einen gewissen Raum zu geben, nicht hinter Arbeit verstecken, wie es natürlich auch manchmal das Bedürfnis ist, einfach um diesen Schmerz nicht erleben zu müssen. Gibt es für Sie so etwas wie eine Formel oder einen Satz oder eine Philosophie, die Sie jedem Trauernden mit auf den Weg geben, weil Sie denken, das tut dem Menschen jetzt gut? Wie lautet der letzte Satz, bevor jemand Ihr Bestattungshaus wieder verlässt? Alles Gute für Sie. Eigentlich, sage ich sehr oft. Und da meine ich jetzt nicht, wie man so schön sagt, einen guten Tag Ihnen, sondern für den, der trauert, wirklich wünsche ich einfach von Herzen alles Gute. Dann nehme ich das jetzt auch persönlich für mich. Ja. Danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch, Frau Hinstand. Sehr gerne, Herr Breuning. Mir hat es ein bisschen den Zugang zum Tod mitten im Leben erleichtert.
danke Ihnen, dass Sie hier waren und wünsche Ihnen Gottes Segen für Ihre Arbeit. Dafür danke für ich den Umgang Ihnen. Mit das den Menschen. Können wir brauchen. Es könnte ein Sonntagmorgen in Wilhelmsdorf gewesen sein. Wir feiern Gottesdienst für Menschen mit und ohne Behinderung. Während dem Gebet, während der Schriftlesung, während der Predigt hört man die ganze Zeit ein Geräusch. So als ob einer eine Zeitung zerreißt. Die Anwesenden stört das und sie wollen natürlich wissen, wer das ist. Sie drehen sich rum und entdecken schnell, es ist Frank. Frank ist ein junger Mann mit Down-Syndrom. Er kann nicht sprechen, zerreißt aber während des ganzen Gottesdienstes eine Tageszeitung in kleine Schnipsel. Der Gottesdienst geht zu Ende und der Pfarrer will unbedingt wissen, was mit Frank los war. Er setzt sich mit der Gruppe von Frank zusammen und will herausfinden, warum Frank diese Zeitung zerrissen hat. Mühsam findet man heraus, so fühlt sich Frank im Augenblick. Völlig zerrissen, hin und her gerissen. Letzte Woche war so viel auf der Gruppe, was ihn beschäftigt hat, was ihn unzufrieden gemacht hat. Deshalb fühlt er sich jetzt zerrissen. Maria, auch aus der Gruppe von Frank, auch mit Down-Syndrom, auch nicht reden können, tut spontan Folgendes. Sie sammelt die zerrissenen Stücke auf und fügt sie langsam Stück für Stück zu einem Kreuz zusammen. So bildet sich aus aller Zerrissenheit in der Zeit dieses Kreuz von Maria gelegt. Ich frage Sie, kann das sein, dass das Kreuz etwas mit Zerrissenheit zu tun hat? Ist etwa Gott selbst mitten in all der Zerrissenheit? Gott, der in Jesus die ganze Zerrissenheit der Welt in sich vereint hat und selber am Schluss schandvoll und schändlich von uns Menschen am Kreuz zerrissen worden ist. Wenn einer also etwas mit Zerrissenheit anfangen kann, dann doch wirklich der, von dem es im Hebräerbrief heißt, er musste in allem seinen Brüdern gleich werden. Denn worin er selber gelitten hat, kann er denen helfen, die leiden. Zerrissenheit ist ein biblisches Wort. Es kommt häufig im Alten Testament vor und heißt lautmalerisch Haras. Und hat folgende Bedeutungsnuancen. Zerrissenheit im Sinn von innerlich hin und her gerissen sein, Zeiten echter Zerreißproben durchmachen zu müssen. Als unser viertes Kind unterwegs war, kam plötzlich die Diagnose vom Arzt, eventuell Down-Syndrom, wahrscheinlich ein behindertes Kind. Auch die Schwangerschaft könnte gefährlich sein. Was tun? Das stellte uns in eine Zerreißprobe sondergleichen. Zerrissenheit im Sinn von zerdrückt, klein gemacht, zwischen die Räder gekommen. Nach einem Jahr Auslandsaufenthalt kommt die Tochter mit Magersucht zurück. Sie ist zwischen die Räder gekommen,
wird klein gemacht von ihren eigenen Idealen und von den Erwartungen anderer, wird zerdrückt von Mächten, denen sie nichts entgegensetzen kann. Was für eine Zerrissenheit. Zerrissenheit heißt im Hebräischen auch, etwas reißt ein, eine neue Masche reißt ein. Plötzlich läuft etwas völlig anders. Bis vor kurzem lief noch alles normal bei Kevin. In der Schule, bei den Freunden, alles war klar, auch das Verhältnis zu den Eltern. Und plötzlich geriet er an die neue Clique, an völlig neue Freunde, aber eben die falschen. Er hat sich von heute auf morgen völlig verändert. Keiner kann es richtig erklären. Hat eine völlig neue Masche drauf, die teilweise nicht auszuhalten ist. Nur noch schwarz gekleidet und ständig Konflikte mit der Polizei. Was für eine Zerrissenheit für alle Beteiligten. Zerrissenheit auch im Sinne von ein zerbrochener Mensch, gekränkt, Ehre und Würde weg, beraubt. Woher kommt in dieser Zerrissenheit noch irgendeine Hoffnung, noch irgendeine Kraft? Zerrissenheit kann auch heißen im Hebräischen tief erschüttert werden, heruntergerissen werden, einen Schicksalsschlag nach dem anderen zu erleben. Etwas, auf das man alle Hoffnung gesetzt hat, etwas, von dem man viel erwartet hat, bricht plötzlich weg und ein. Da hat sich ein Mensch so auf seinen Ruhestand gefreut und ausgerechnet kurz vor seinem Abschiedsfest, da erreicht ihn die Diagnose vom Arzt Krebs. Leider zu spät erkannt, nichts mehr zu machen, nichts mehr zu heilen, hoffnungslos. Was für eine Zerrissenheit für die ganze Familie, für die ganzen Freunde, für die ganzen Kollegen. Wir erleben Zerrissenheit täglich in ganz, ganz vielen Nuancen. Und allesamt und immer sind sie leidvoll. Dass diese junge Maria mit der Zerrissenheit ein Kreuz legt und damit auf das Kreuz hinweist, über die Zerrissenheit hinaus, das sagt viel. Am Kreuz kommen menschliche und göttliche Zerrissenheit zusammen. Was daraus wird, wenn das zusammenkommt, kann man nicht ohne das Alte Testament verstehen. Im Propheten Hesekiel heißt es einmal: Ich bin der Herr, der da baut, was zerrissen ist, und der pflanzt, was verheert war. Ich, der Herr, sage es und tue es auch. Da rein darf man sich flüchten, damit darf man sich trösten. Gott baut auf, was zerrissen ist. Einige von uns haben noch Erinnerungen daran, wie es war, als nach dem Krieg alles zerrissen war, als alles in Schutt und Asche lag und wie man dann wieder anfing zu bauen und wie wieder ganz langsam heil wurde und ganz wurde und plötzlich neuer Lebensraum entstand, auf den man auch stolz sein darf und für den man wirklich dankbar sein darf. Kierkegaard sagte einmal, die menschliche Existenz ist gekennzeichnet durch ein Wechselspiel von Glauben und Verzweiflung. Nur das Aushalten dieser Zerrissenheit bietet dem Menschen die Möglichkeit zu erfahren, dass das Zeitlose in der Zeit enthalten ist und deshalb jederzeit der Sprung aus der Verzweiflung in den Glauben hinein möglich ist. Gemeinde und Diakonie, das sind, denke ich, die Orte, wo Zerrissenheit einen Platz finden darf. Wir wollen gemeinsam miteinander versuchen, Zerrissenheit zuzulassen, anzusprechen und anzunehmen, nicht zu verdrängen. Wir wollen versuchen, sie so gut wie möglich miteinander auszuhalten, miteinander. Nicht jeder für sich alleine, das hält keiner aus. Gemeinsam bitte, gemeinsam statt einsam. Und wissen Sie, wir wollen schon ganz langsam davon träumen und es versuchen, in Worte zu fassen. Was damals Israel, die Gemeinde Gottes, bekannt hat und immer wieder gesungen hat. Hosea hat es aufgeschrieben, dieses Gemeindegebet, dieses Volksgebet, dieses Glaubensbekenntnis, das zu einer festen Liturgie geworden ist. Kommt, wir wollen wieder zum Herrn, denn er hat uns zerrissen. Er wird uns auch heilen.
Er macht uns lebendig nach 2 Tagen und am 3. Tag wird er uns aufrichten, dass wir vor ihm leben werden. Haben Sie Lust, dass wir es miteinander bekennen und beten? Kommt, wir wollen wieder zum Herrn, denn er hat uns zerrissen. Er wird uns auch heilen. Er macht uns lebendig nach 2 Tagen. Er wird uns am 3. Tage aufrichten, dass wir vor ihm leben werden. Ein ganz lieber Gruß an dieser Stelle an Frank. Es tut gut, dass du zu deiner Zerrissenheit gestanden hast. Ein ganz lieber Gruß an Maria. Danke, dass du die Zerrissenheit mit dem Kreuz zusammengebracht hast. Eine hervorragende Idee. Amen. Lassen Sie uns beten. Beten wir gemeinsam das Fürbittengebet mit Worten eines alten Chorals. Wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir. Wenn ich den Tod soll leiden, so tritt du dann herfür. Wenn mir am allerbängsten wird um das Herze sein, so reiß mich aus den Ängsten Kraft deiner Angst und Pein. Erscheine mir zum Schilde, zum Trost in meinem Tod, und lass mich sehen dein Bilde in deiner Kreuzesnot. Da will ich nach dir blicken, da will ich glaubensvoll dich fest an mein Herz drücken. Wer so stirbt, der stirbt wohl. Gott, sei du mit mir. Verlass mich nicht in meiner Not. Stärke meinen Glauben. Erhalte mir deinen Frieden. Führe mich an deiner Hand, wenn mir die Sinne schwinden. Begleite mich durchs dunkle Tal zum ewigen Licht. Erhöre mich und vergib mir meine Schuld um Jesu Christi willen. Amen. Wir beten gemeinsam weiter, so wie es uns Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Sein Ja und Amen zu diesem Leben spricht, wenn nach dem Lebensabend die lange Nacht anbricht, sich nach dem letzten Gang die Wege sich nun trennen, hier das, was wir schon kennen, dort was noch geschieht,
uns Menschenkinder den Tod ausreiten lässt, hält er uns hier im Leiden und dort im Sterben fest. Es bleibt für uns der Trost, die Hoffnung, die uns leitet, das Mann für uns bereitet, ein Wiedersehen bei Gott. Wir singen Klagelieder und tragen schweres Leid. In allem dringt hernieder, was uns am Ende bleibt. Gott wird der Heiland sein. Den Schmerz wird er bald wenden, die Trauer hier beenden und dann wird Freude sein. Gott, du hast unser Leben durchdacht. Was geschieht, steht in deiner Macht. Der Tod ist überwunden von unserem Herrn und Gott. Der Herr ist auferstanden und hat das letzte Wort. Lehre uns bedenken, dass wir sterben werden, dass wir auf Erden klug und weise werden. Gott, du hast unser Leben durchdacht. Was geschieht, steht in deiner Macht. Der Tod ist überwunden von unserem Herrn und Gott. Der Herr ist auferstanden und hat das letzte Wort. Wir sind fast am Ende des Gottesdienstes. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns doch per E-Mail oder auch per Post. Sie sehen die Adressen eingeblendet. Oder hinterlassen Sie einen Eintrag in unserem Gästebuch auf unserer Homepage www.stundedeshoechsten.de. Wir freuen uns auch, wenn Sie uns anrufen. Es gibt eine kostenlose Nummer 08000 135 135. Auf unserer Homepage www.stundedeshoechsten.de können Sie übrigens auch die heutige Predigt herunterladen und Sie finden viele weitere Informationen rund um diesen Gottesdienst. Im Anschluss haben wir gleich noch wichtige Informationen für Sie. Bleiben Sie also dran. Wir würden uns freuen, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind, in der Stunde des Höchsten, jeden Sonntag um 8 Uhr und Wiederholungen am Donnerstag um 0 Uhr, am Freitag um 6 Uhr und am Samstag um 12 Uhr mittags. Gehen Sie nun als die von Gott Gesegneten in die kommende Zeit. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig in allem, was du tust oder lässt. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. So segne dich Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Für uns Christen ist es selbstverständlich, dass wir das, was wir haben, mit anderen teilen. Wir bitten Sie, dass Sie mit uns teilen. Diese Fernsehgottesdienstarbeit kostet uns viel. Auch die diakonische Arbeit, die wir an über 6000 hilfsbedürftigen Menschen tun, braucht Ihre Unterstützung. Seit über 180 Jahren werden wir von vielen Gemeinden und vielen Freunden unterstützt. Wir freuen uns, wenn auch Sie in Zukunft dazugehören, mit Ihrem großen oder kleinen Teil. Damit Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben, zeigen wir Ihnen folgende Bilder. Danke, wenn Sie uns lieb gewinnen und unterstützen.
Seit fast 200 Jahren kümmern sich die Zieglerschen im württembergischen Wilhelmsdorf um hilfesuchende Menschen. Begonnen hat alles mit einer kleinen Gruppe mutiger und engagierter Christen. Inzwischen sind die Zieglerschen zu einer großen diakonischen Einrichtung geworden. Fast 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreuen rund 6000 Hilfesuchende. Freut ihr euch schon? Fliegen? Hast du ein bisschen Herzklopfen? In unseren Seniorenzentren finden alte Menschen eine neue Heimat. Viele von ihnen sind hochbetagt oder schwer demenzkrank. Der richtige Ansprechpartner sind wir aber auch für junge Menschen, etwa mit schwierigem sozialen Hintergrund. Mit Wertschätzung und Kompetenz geben wir Starthilfe für ein gelingendes Leben. Suchtkranke Menschen finden bei uns Begleiter auf dem Weg in eine freie und zufriedene Zukunft. Auch Menschen mit Behinderung sind bei den Zieglerschen zu Hause. Sie erfahren fördernde Betreuung und treffen Freunde fürs Leben. Kinder und Jugendliche mit Hörsprachproblemen betreuen wir vom Kindergarten an. Viele Therapieangebote und Spezialschulen machen sie zu mutigen Menschen, die das Leben zu meistern wissen. Bei den Zieglerschen tragen die Menschen das Herz am rechten Fleck. Genauso ist ihre Unterstützung bei uns am richtigen Ort. Danke, dass Sie uns helfen, diese Arbeit zu tun. Jetzt wünschen wir Ihnen einen guten Tag und hoffen, dass wir uns in der nächsten Stunde des Höchsten wiedersehen. Bis dahin machen Sie es gut. Gott segne Sie. Tschüss.